Lumpi Lamberts bei Radio Fortuna. Erste Frage vor dem Spiel gegen FSV Frankfurt. Deinem Fuß geht es offensichtlich nicht so gut, dass du mitspielen könntest? Nee, das nicht. Aber da ich davon ausgegangen bin, dass einiges kaputt gegangen ist, geht es mir eigentlich sehr gut. Wir haben sogar gestern getestet, ob es vielleicht doch möglich ist. Dem musste ich aber widersprechen oder verneinen, weil es doch noch zu schmerzhaft ist in gewissen Situationen, Schießen und Tempoläufe, Wendeläufe. Und deswegen haben wir gesagt, es ist besser, wenn wir Pause machen, dass ich nächste Woche hoffentlich wieder einsteigen kann. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, jetzt in den letzten Wochen war ein paar Mal so ein bisschen der Wurm drin, es läuft nicht ganz rund. Gibt es auch mal Momente, wo man sagt, boah, da bin ich fast froh, mal aussetzen zu können und einmal tief durchatmen, um dann mit einer Pause wieder anzugreifen? Nein, auf keinen Fall, weil ich es jetzt nicht so sehe, dass wir immer nur schlecht spielen, sondern auch in St. Pauli haben wir eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Vor allen Dingen war in der zweiten Halbzeit wunderbar zu sehen, wie sich die Jungs reingeschmissen haben und absolut wollten. Und ja, es passt halt im Moment zu der Situation, dass wir dann halt so einen Gegentreffer kriegen. Das ist halt symptomatisch gerade. Und eigentlich brauchen wir halt mal so ein Erfolgserlebnis. Und man kann auf St. Pauli 1-0 gewinnen. Und dann nimmt man halt mit einem dreckigen Sieg einen Dreier mit. Und sowas fehlt uns vielleicht im Moment. Und dann vielleicht noch ein bisschen Konstanz, dass wir da noch wieder ein bisschen effektiver nach vorne spielen oder uns ein bisschen mehr zutrauen. Wie sieht's aus? Du hast ja jetzt wirklich alles mit der Fortuna miterlebt, was man im Fußball überhaupt miterleben kann. Ein paar Mal aufgestiegen, jetzt auch wieder abgestiegen. Ja. Ist das jetzt im Moment eine der ganz schwierigen Phasen für dich persönlich oder sagst du, mich kann gar nichts mehr schocken mit der Fortuna, es kommt eh, wie es kommt? Naja, ich glaube, schwieriger war es, glaube ich, die Phase, wo wir 6 Spiele in Folge gar nicht gewonnen haben. Jetzt ist es halt einfach so, dass so die Ergebnisse nicht stimmen. Also ich sag mal, wir haben schon richtig gute Leistungen gezeigt, natürlich mit Abstrichen auch manche Spiele. Aber trotzdem ist es ja jetzt nicht so, dass wir sagen, dass wir nur schlecht gespielt haben. Es ist halt einfach so, dass wir halt dann nicht konstant genug waren oder irgendwann den Faden verloren haben. Und ich denke, da wissen wir halt ganz genau, wo wir dran zu arbeiten haben. Und deswegen sehe ich das jetzt alles noch nicht so dramatisch. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Sehr gut. Ja? Richtig gut. Das ist gut zu hören, denn auch da gibt es ja schon einige Zweifler. Man, wenn sich mit Leuten unterhält, die sagen, es passt hier nicht, es passt da nicht, aber... Kann ich verneinen. Stimmung ist richtig gut, wir haben Spaß innerhalb der Truppe. Ich denke, das fordert auch der Trainer, dass Spaß auch immer noch mit dabei ist. Das finde ich, sollte auch so sein. Und so ist es im Moment. Sehr gut, danke. Was ist deine Ansicht hier über das Spiel heute gegen FSV Frankfurt, was schätzt du? Ich denke, wenn wir richtig gut reinkommen, wie in St. Pauli zum Beispiel, dann ist hier definitiv ein Dreier möglich, weil wenn wir ordentlich stehen, dann steht solange die Null, wie es geht, und vorne ist immer was machbar. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Radio Fortuna here with Martin Latka. Welcome. How is your foot? My foot is better. Next week I hope I will can train with the team. Mm-hmm. And until now I train with my coach, with athletic coach, and still late. It's everything okay. It sounds a bit strange that this injury is from new shoes. Yeah. No. It was a long time ago, you know. But I played with this problem. I train and was worse and worse. And after BFL, I must stop it. Okay, so it's not about the new shoes because everybody's thought. It's not about new shoes. Okay, so what do you think about the game today against Frankfurt? I hope that we win today because for us it's very important to take 3 points and go to more high with the table. Yeah. In the table. And how are the chances? How do you think, how strong are the Frankfurt guys? I don't know, we will see how strong they are, but I think we will win today. Okay, let's hope so. Thanks Thank a lot. You. Thank you, bye. Aristide Poncet, chez Radio Fortuna. Comment était le match pour toi aujourd'hui? Bon, je pense que c'était un match très très difficile. On n'a pas bien commencé le match. Et lorsqu'on veut jouer un match comme ça, si on veut prendre les 3 points, je pense que les 15 premières minutes sont très importantes. Et je pense qu'on a raté le match dès le début. Et c'est ce qui n'a pas fonctionné. Merci beaucoup. Okay, merci. Ja, Aristide hat uns gerade gesagt, dass die ersten 15 Minuten schon sehr schlecht waren und dass es danach sehr schwierig war, ins Spiel zu kommen. So sieht's wohl aus, wir haben es alle gesehen. Olli Finke bei Radio Fortuna, wie war das Spiel aus gegen FSV Frankfurt aus deiner Sicht? Ja, sehr hässlich eigentlich. Ich denke, dass wir viel Ballbesitz gehabt haben, aber es dann doch nicht geschafft haben, uns klar die Torschancen zu erspielen. Und Frankfurt hat gut verteidigt, von dem her steht am Ende das 0-0.
Könnte man euch vorwerfen, dass es ein bisschen uninspiriert war, dass euch nicht wirklich viel eingefallen ist gegen die Frankfurter? Es war ja zu erwarten, dass die jetzt nicht besonders offensiv auftreten. Ja, kann man vielleicht. Also wir haben erste Halbzeit mit Leverner klare Torchance. Momentan ist halt so, wenn du die dann nicht machst, dass du es nicht schaffst, einfach mehr zu kreieren. Von dem her müssen wir uns da an der eigenen Nase packen. Wie sieht das aus? Wie macht man das? Ihr redet drüber, trainiert andere Sachen. Was kann die Lösung sein, um auf den grünen Zweig zu kommen? Einfach weiterarbeiten. Also ich denke, dass erstmal wichtig war, dass wir wieder zu Null gespielt haben. Aber unser Hauptaugenmerk muss jetzt einfach mal auf der Offensive liegen, dass wir auch kaltschnäuziger sind, wenn wir solche Torschancen dann für uns rausspielen können. Alles klar, Dankeschön. Tobi Lewels bei Radio Fortuna, ganz kurzer Kommentar von dir zum Spiel gegen FSV Frankfurt. Jetzt nach dem Auslaufen, wie haben sich die Gemüter beruhigt, etwas nach den strittigen Szenen am Schluss? Ja, die habe ich aber im Auslaufen nicht gesehen, die kann ich nicht bewerten, die Szenen. Über 90 Minuten haben wir zu wenig Druck entwickeln können, zu wenig klare Torchancen herausspielen können. Deswegen haben wir nur 0-0 gespielt. Lag es an euch selber, also an der Fortuna, oder lag es eher am Gegner, die es nicht zugelassen haben? Wie war es auf dem Platz für euch? Soll aber sich selber anfangen und immer von sich ausgehen. Natürlich hast du einen Gegner, der sich hinten reinstellt, der die Räume eng macht und der nach vorne gefährlich ist, weil sie in der Offensive schnelle Leute hatten, über den Konter gefährlich werden wollen. Aber wir müssen bei uns anfangen und unser Spiel anschauen, was wir verbessern können. Was würdest du jetzt so kurz nach dem Spiel dann anders machen, wenn du es nochmal spielen könntest? Da kann ich nichts zu sagen jetzt. Danke. Radio Fortuna mit Stefan Reisinger. Ganz kurzer Kommentar von dir zum Spiel gegen Frankfurt. Ja gut, natürlich nicht das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben, was wir uns vorgestellt haben. Natürlich sind wir enttäuscht, aber hilft es nicht. Jetzt ist natürlich die Enttäuschung ziemlich groß und muss man das Spiel wieder analysieren und dann geht's weiter. Die Analyse, die erste lautet ja auf jeden Fall schon mal, irgendwo ist der Wurm drin, es läuft nicht so richtig rund. Du bist jetzt schon ein bisschen erfahrener Spieler. Hast du schon mal so eine Situation gehabt in der Mannschaft vorher, irgendwo anders, dass es einfach nicht rund laufen würde? Und was kann man da machen, außer wirklich ganz, ganz hart bei der Arbeit bleiben? Ja, da kann man viele Dinge machen, aber das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe hier, den Plan da vorzugeben oder die Analyse hier zu betreiben. Wir müssen daran hart arbeiten, die Vorstellungen weiter umsetzen, aggressiver zu Werke gehen und dann kriegst du auch vielleicht einmal einen Elfmeter, wenn du über 90 Minuten eine sehr gute Leistung abrufst. Wie sieht's aus? Wir haben jetzt eben mit Aristide Bonset gesprochen, ganz kurz noch auf Französisch. Wir haben auch griechische Spieler in der Mannschaft. Ist es schwieriger als in der vergangenen Situation, was so die Kommunikation auf dem Platz angeht? Ja, natürlich ist nicht einfach, aber das ist jetzt auch kein Grund, warum wir heute 0-0 gespielt haben. Das ist schon klar, aber es ist ein bisschen schwieriger als letzte Saison, oder? Ja, wir hatten letztes Jahr auch viele Neuzugänge und das ist eigentlich keine Ausrede. Die können ja teilweise auch Englisch und wenn sie die Vorgaben, die Abstimmungen, wenn die passen, dann spielt die Sprache nochmal keine Rolle. Okay. Dann alles Gute für die nächsten Spiele. Danke.